Hallo, Servus und Grüß Gott. Heute möchte ich mit Ihnen über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, und zwar über das Thema ACTA. Vielleicht haben Sie auch schon in den letzten Wochen über ACTA diverse Sachen gehört, gelesen oder auch gesehen. Trotz alledem möchte ich Ihnen noch einmal kurz zeigen, was eigentlich ACTA bedeutet. ACTA bedeutet Anti-Counterfeiting Trade Agreement, was zu Deutsch bedeuten soll: Markenrechte sollen mit ACTA besser geschützt werden, genauso wie hochwertige Güter, Urheberrechte etc. etc. Bitte stellen Sie sich nun einmal vor, wenn das Internet nicht mehr frei wäre und wenn wir als dieses komplett überprüft werden würden. Das bedeutet, dass wir als Over Consulting keine Videos mehr machen dürfen, weil ich zum Beispiel Aussagen verwende, die urheberrechtlich geschützt sind, aber im Endeffekt stehle ich diese nicht, sondern ich sage sie nur, aber trotzdem könnte ich wegen so einer Aussage angeklagt oder sogar auch eingesperrt werden. Genau das gleiche Beispiel ist, wenn ich jetzt einem Bekannten in einem E-Mail ein Lied schicke, wofür ich an sich nicht die Rechte habe, sondern nur die CD gekauft habe und diese ihm aber weiterschicke, somit würde ich dann zum Beispiel wieder angeklagt werden oder auch eingesperrt. Wie Sie vielleicht jetzt schon erkennen können, kann die ACTA gar nicht so was Gutes bedeuten, denn im Endeffekt geht es hier jetzt nicht ganz explizit darum, dass Sachen gestohlen werden, sondern hier geht es wirklich um die Überprüfung des Privaten. Denn im Endeffekt, wenn die ACTA in Kraft gesetzt werden würde, dann würden wir alle überprüft werden. Das heißt, unser Internetprovider wäre dazu verpflichtet, zu überprüfen, was für Datenpakete wir versenden. Das Internet basiert ja im Endeffekt auf Datenpaketen, die geschickt und auch empfangen werden. Und sobald Sie jetzt zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder auch eine E-Mail bekommen, wäre Ihr Datenprovider dann dazu verpflichtet, sich dieses Datenpaket anzusehen und hineinzusehen, ob dort in diesem E-Mail, in diesem Datenpaket urheberrechtlich geschütztes Material wäre. Wenn das der Fall wäre, dann könnten Sie verklagt oder auch eingesperrt werden. Mittlerweile gab es auch schon einige Aktionen gegen die ACTA, besonders wenn Sie jetzt auf Facebook zum Beispiel sind, dann kriegen Sie das mit, dass zum Beispiel solche Aktionen, wenn du gegen ACTA bist, dann teile dieses Bild weiter oder klick auf Gefällt mir oder derartiges. Stellt sich nur die Frage, inwieweit ist das wirklich zielführend? Denn im Endeffekt, wenn jetzt eine Seite 500.000 Likes hat, ist zwar schön, aber ob dies wirklich irgendetwas bringt, verändert oder gar aufhält, bezweifle ich schwer. An dieser Stelle möchte ich Sie aufrufen, wirklich was zu machen und sich hinzustellen, präsent zu sein und wirklich auch sich mit mir oder mit uns zusammenzutun und einen Schritt gegen die ACTA zu setzen. Um wirklich ein Zeichen zu setzen und was dagegen zu tun, benötigen Sie entweder Ihren Laptop mit einer Webcam oder Ihr Smartphone auch wieder mit einer Kamera. Nun möchte ich Sie dazu aufrufen, machen Sie Gebrauch von Ihrer Stimme, machen Sie ein kurzes Video und sagen Sie, ich bin gegen ACTA. Genauso wie ich es auch getan habe und genauso wie auch die Over Consulting dafür, oder besser gesagt dagegen, steht, dass die ACTA eingeführt wird. Wenn Sie diesen Kurzclip eingedreht haben, dann laden Sie ihn doch auf Facebook, Vimeo, YouTube, MyClipFish oder derartigen Plattformen hoch. Stellen Sie uns auch vielleicht diesen Link auf unsere Pinnwand, wir würden uns freuen. Und lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen setzen gegen die ACTA und nicht nur fades Gefällt mir klicken. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, wie wir noch mehr gegen die ACTA tun können, oder falls Sie wissen wollen, wo es eine Gruppe gibt, in der Sie Ihr Video hineinposten können oder was Sie sonst noch für Möglichkeiten gegen die ACTA haben, schreiben Sie uns doch gleich einen Kommentar oder schreiben Sie uns auf meine Facebook-Fanpage. In diesem Sinne, mein Name Mike Ovokoniran, ich bin der Inhaber der Ovo Consulting und ich bin gegen die ACTA. Lassen Sie uns ein Zeichen setzen, machen Sie mit. PS, falls Sie sich jetzt denken sollten, ich habe ein bisschen ein ungutes Gefühl beim Video machen, ich bin eigentlich nicht so der Videotyp Mensch, das sollen wir andere machen, da werden sicher viele mitmachen, ist garantiert eine tolle Idee, dann möchte ich Ihnen anbei noch eine kleine Frage stellen. Wobei fühlen Sie sich unwohler? Ein kurzes Video zu machen, was durchschnittlich 30 bis 50 Sekunden dauert und wo Sie im Endeffekt nur sagen, Sie sind gegen die ACTA und nutzen Ihre Macht, nutzen Ihre Stimme, oder wenn Ihre gesamte Internetkommunikation überwacht wird und wenn Sie eigentlich bei
fast jede Aktivität oder Interaktion befürchten müssen, dass sie angeklagt oder auch eingesperrt werden. Denken Sie darüber nach, machen Sie mit, nutzen Sie Ihre Stimme, seien Sie dabei. Ich freue mich auf Ihre Videos.